der Akademie am Dom haben wir im kommenden Studienjahr den Schwerpunkt Glaube und Wissenschaft gewählt, weil uns diese beiden Zugänge zur Wirklichkeit interessant erscheinen und ihr Verhältnis zueinander sehr unterschiedlich bestimmt wird. Es scheiden sich ja an diesen beiden Größen immer noch oder auch wieder neu die Geister. Das Spektrum reicht da vom neuen Atheismus über die religiösen Fundamentalismen bis zu einer fast religiösen Wissenschaftsgläubigkeit. Dabei haben Wissenschaft und Glaube eine gemeinsame Basis, nämlich in dem Wissen um das eigene Nichtwissen, das zum Motor für die Suche nach Einsicht und Erkenntnis wird. Und so hat der Glaube, vor allem der biblische Monotheismus, den Forschergeist durchaus auch beflügelt, während die legitime Abgrenzung voneinander da schon schwieriger war. Ich darf jetzt zwei besondere Veranstaltungen herausheben aus dem Schwerpunkt Glaube und Naturwissenschaft, obwohl ich weiß, dass das schwierig ist auszuwählen. Die erste große Veranstaltung wird bestritten vom Astrophysiker Kerschbaum und dem Philosophen-Theologen Esterbauer mit der Fragestellung die Entwicklung des Universums und die Frage nach dem Menschen. Eine zweite herausragende Veranstaltung wird der Humanbiologe Seidler und der Theologe Weber bestreiten mit dem Titel Adam, Eva und Evolution. Eine zweite Themeninsel widmet sich dem Jubiläum 100 Jahre Republik. Hier wird der renommierte Historiker Manfred Rauchensteiner referieren zum Titel Der Keim des Zerfalls. Politische und gesellschaftliche Akteure 1918 bis 1939 und dann eine ganz aktuelle Veranstaltung Muss die EU neu erfunden werden? Der Beitrag der Religionen. Neben diesen beiden thematischen Schwerpunkten gibt es auch Veranstaltungen, die nicht einfach zuordnenbar sind. Hier zum Beispiel Sabine Bobert zum Thema Mystik für Aufgeklärte, die spirituelle Kunst der Gotteserkenntnis aus Erfahrung oder Peter Reifenberg zu Blaise Pascal, ein Universalgelehrter, fragt nach dem Menschen. Und schließlich ein Gast, der eigentlich regelmäßig in der Akademie am Dom auftritt, Gisbert Kresshacke, diesmal mit dem spannenden Thema Auferstehung der Toten oder Reinkarnation. Auch die Schiene Kunst und Theologie wird fortgesetzt in der bewährten Kooperation mit dem Dommuseum Wien. Hier geht es dann um die zweite große Sonderausstellung des Museums mit dem Titel Zeig mir deine Wunde. Und in der Akademie gibt es die Möglichkeit, im sogenannten Dommuseum Backstage hinter die Kulissen dieser Ausstellung zu schauen. Eine besonders wichtige Programmschiene ist uns die Schiene U35 Junge Akademie. Hier wollen wir junge Menschen bis 35 ansprechen und wir haben diesmal eine Gesprächs- oder Interviewreihe konzipiert unter dem Titel Lebenswege, Glaubensspuren. Hier werden drei Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft Fragen wie: Was hat mich geprägt? Was trägt? Was waren entscheidende Weichenstellungen in meinem Leben? Und wofür lohnt es sich zu leben? Diese Fragen werden Sie im Gespräch beantworten. Sie werden Impulse auch für die eigene Lebensgestaltung geben. Es sind die Ordensschwester Melanie Wolfers, Franz Josef Hoheinig, ein körperlich schwer behinderter Mann, der als Autor und als Politiker trotzdem große Wirkung zeigt, und schließlich Weihbischof Kretzel, ein hochbetagter Bischof, Weihbischof, der hier in dieser Reihe jungen Menschen Rede und Antwort stehen wird. Wir freuen uns also auf renommierte Gäste aus den Natur- und Geschichtswissenschaften, aus der Ethnologie, Theologie und Philosophie, die in der Akademie am Dom vortragen und miteinander ins Gespräch kommen werden.